Haben wir was versäumt im Leben? Nein, glaube ich nicht. Darmspiegelung habe ich gehabt. War super. Und ich hatte wirklich zeitweise Angst um meinen Kopf. Dass die umtraust wie der Feistlingssuppe. Dass das unten rausfällt. Es war, dass das Gaumenzapferl am Boden liegt. Und ich meine, das ist blöd gelaufen. Ja. Und dann komme ich hin zu dem Arzt und der Arzt macht eben das, was er macht. Und da ist doch eine Schwester, die zuschaut. Und ich spiele wirklich gern vor Publikum. Aber in dem Fall spielst du wirklich vor Publikum, weil das Publikum ist ja hinter dir. Interesse ist auch ein Zwischen, das heißt schon so. Inter heißt Zwischen und Esse heißt Sein. Könnte auch eine Zwischenmahlzeit sein. Oder Warmhaltevorrichtung in einer Schmiede. Schön. Ich stehe letztens in der Bäckerei und eine Dame vor mir mit einem Handy in der Hand und ins Ohr hinein Kopfhörer. Habe ich geglaubt. Ich stehe da, so rein. Jetzt kommt die Verkäuferin und sagt, was darf ich Ihnen bringen? Und dann habe ich gedacht, okay, das ist gar nicht, das sind nicht die Kopfhörer ins Ohr. Das sind die Starterkabel fürs Hirn. Und das springt leider nicht auf. Ja. Da die eben in verschiedenen Klassen fahren, könnte man ja, wenn man was sparen will und wenn man es eilig hat, dass man sich da in der Nacht einschnirlt, zwei Runden mitfährt, dann in eine Boxengasse und sagt, Raffen umstecken. In 4,8 Sekunden hast du einen Raffenwechsel, fährst weiter, streichst die Haare, denkst du, super, völlig also, und geschwind. Also sollten Sie auf der Tangente mal ein Auto sehen mit solchen Slicks, da wissen Sie, da war einer schlau. Ne? Bei der Liebe, da ist zuerst immer die Liebe und dann finden sich die Lieben dran. Die Liebe wird ja nicht jedes Mal frisch erfunden von denen, die sie begehen, verrichten, vollstrecken, exekutieren. Wie sagt man? Bitte? Wie sagt man da? Erleiden. Achso, gut. Ja. Also. Suppengrün. Zur Suppe Suppengrün. Mhm. Das ist logisch. Ne? Suppengrün ist dabei. Das eine und das, die anderen sind auch dabei im Suppen. Mhm. Das Gummiringerl ist wichtig, weil sonst fällt das alles auseinander. Ja. Ne? Nein, Gummiringerl ist deswegen wichtig, weil, wenn das die Farbe verliert, durch die Hitze, ist die Suppen durch. Er ist zwar weise, aber nicht sehr groß. Mhm. Und die Verkaufsbudel ist er so 1,20 Meter hoch. Und wenn du dann davor stehst und Yoda wäre so quasi das Personal, dann würdest du, wenn man schaut, nur zwei so grüne Spitzen sehen. Von ja, wobei beim Yoda schauen die Urwascheln ja waagrecht aus dem Kopf. Das heißt, na, man sieht dann nur die Gurkelglotzen hinter der Pudel umsteigen. Wenn man dann mit frisch putzten Zähnen wieder zurück ins Bett steigt, kann es passieren, muss nicht, kann aber passieren, dass der Partner dieses Ich habe mir schon die Zähne geputzt als Vorwurf auffasst. Jetzt könnte man freundlicherweise, wenn man eh schon im Badezimmer ist, das Zahnbürstel vom Partner mitnehmen, Zahnpasta. Wird sich aber wahrscheinlich auch nicht wirklich auch freundlich ausgehen. Also, ich tue es für uns, mein Schatz. Weil ich glaube, man kann schon davon ausgehen, dass die Zahnzwischenräume zwischen den Zähnen sind. Ne? Ja. Und nicht die Zähne zwischen den Zahnzwischenräumen. Ja. Weil es wird nicht zuerst der Zahnzwischenraum da gewesen sein und dann gesagt haben, also was wirklich angeht, sind zwei Zähne. Ne? Ja. Bin ich froh, dass ich meine Zähne habe. Ich wüsste nicht, wo ich meine Zahnzwischenräume hinstellen soll.